Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind auf dem Planeten Kadara angekommen, haben uns ursprünglich in einer Art Basis aufgehalten, haben da ein paar Informationen bekommen und sind mittlerweile hier bei einem Fahrstuhl runter in die Slums gefahren und da haben wir jetzt hier die Möglichkeit, allerhand Sachen abzuklappern. So, wir hatten uns in einem Gebäude jetzt hier erstmal aufgehalten und wir werden jetzt hier die Straße weiter runterfahren und versuchen zu diesem einen Quest hier unten zu kommen, wo wir die eine Person, Remi Tamayo, die mit nicht rechten Dingen hier rausgeschmissen worden ist, wieder zurückzurufen. So, hier hatten wir einen Kollegen, der meinte, das Wasser zu trinken. Was wirklich, wirklich dämlich ist. Okay, gut. Ja, hinten ist dieses fliegende Teil. Da hatten wir uns auch schon um diese Problemkinder gekümmert, bis zusammen gewartet, bis sie sich gegenseitig ausgeschalten haben, um dann da reinzusprengen. Ich gehe mal davon aus, dass das der richtige Weg sein sollte. Okay, das Spiel meinte da ganz kurz was laden zu müssen. So, ich muss echt zugeben, ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier in dem Zeitpunkt überhaupt schon was findet. Okay, das ist nicht unsere Forward Station. Hallo. Okay, das sind definitiv Gegner. Okay, Achtung, Achtung. Auch hier unsere andere Sachen noch schnell rufen. Sehr gut. Ist das irgendwas, das man scannen kann? Nö. So, ganz kurz hier die Turret zerstören, um die dann hier in dem Highground wieder zu beschwören. Achso, die sind da gar nicht. Das sind Viecher. Okay, dann schmeißen wir die mal dahin. Wow, hi. Wo sind die anderen? Sind die da drin? Ja, sieht danach aus, okay. Ich habe von da noch irgendwas. Ich höre hier definitiv noch ein... Au! Kommen die da auf einmal raus hier? Schossen. Und interessanterweise die drei Dots sind immer noch da drin. Über uns angeblich irgendwo. Okay, aber es ist auf jeden Fall irgendwer dort. Mal ganz kurz so frei. Au! Also hier ist einfach die Masse an Feuerpower, die wir haben, richtig, richtig angenehm. Ja, her damit. Nope, falsche Taste. Okidoki, irgendwas, was hier interessant ist, ein Container, ja, damit, der Rest, okay, also überhaupt nichts. Dann würde ich sagen, ab zu unserem Fahrzeug, hinter uns ist ein Vieh. Leider ist es gerade zu weit weg. Ja, das Ding sollte im Endeffekt kein Problem darstellen. Genau. Sehr gut. Jetzt ist das Ding da auf einmal runtergeplumpst. Ganz kurz, oinks. And down it goes. Okay. Exacto.
So, noch mehr Kleinvieh. Da bin ich jetzt aber mal ganz kurz so frei. Und ignoriere die einfach. So, so, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich verstanden habe, jetzt erst werden die Mining-Bereiche aktiviert. Achso, zu ihr Nav-System. Okay, also die sind im Endeffekt schon dort. Nur jetzt werden sie erst ernsthaft hervorgehoben. Okay. So, was das da gerade war, das sah so ein bisschen komisch aus. Irgendwelche Suppe, die da rauskam. Da sind schon wieder irgendwelche Sachen in der Luft. Das sieht aus wie hier so eine Art Außenposten. Auch von dem, was wir mitbekommen haben. Nicht unbedingt die friedlichsten Kollegen, die hier sind. Ist das da oben? Ist das da unten? Also was, wir machen einfach hier halt und gucken nach. Das sieht nämlich eher nach hier oben aus. Ja, also vom Planeten her aktuell geht's sogar eigentlich. Also ich habe definitiv, oder wir haben eher gesagt, definitiv schon so ein paar Planeten angetroffen, auf denen man eigentlich so überhaupt nicht leben möchte. Das hier sieht sogar noch halbwegs in Ordnung aus. Ding dong. Is anybody there? Datapad. The entry house near the slums was cleared out again. I will check it out tonight. Gotta be something useful around. I've only got 34 protein rations, rations left. Hi. Bist du relevant für mich? No gun, no credits. I'm not looking for trouble. Wait. You don't look like one of them. You're not here to kill me, are you? I don't want trouble either. I'm from the Nexus. I figured, but you can never be too careful. Outcast, Collective, they'll all shoot you for the lint in your pocket. Just how dangerous is the water anyway? Very, unless it's purified. The Angara have a filtration system that takes out the lethal stuff. Still tastes like a Krogan's undersuit. Smells too. Appetizing. That's Kadara for you. What doesn't kill you, makes you wish it did. You get a lot of Ked out here? Not many. Sloane saw to that when we first arrived. I've heard rumblings, though. People going missing, tech breaking down. Makes me wonder if she really got all of them. Which team are you batting for? Outcast or Collective? Neither. I wasn't even going to join the Nexus Rebellion until my brother convinced me. He died in the uprising. By the time I had a change of heart, it was too late. Now I try to keep my head down and not take sides. Best way to stay alive, in my opinion. Stay safe out here. Yeah, safe. Okay, also jetzt nicht unbedingt so. Okay, hier haben wir nochmal Zeug. Crates. While my sensor cannot identify the precise contents, I am picking up a large amount of protein powder. Okay, das ist im Endeffekt. Ja, dann ab zurück zu unserem Fahrzeug. Dann fahren wir tatsächlich mal weiterfahren. Warum haben wir auf der Minimap ein... Ach, das habe ich vermutlich ungewollt gesetzt. Da bin ich mir nicht sicher, warum. Ah, okay, falsche Taste. Okay. Wir suchen nach einer Person, die nicht hier sein sollte. There it is. Last known location of this Johann guy. Hopefully Remy's inside and alive. Expect the worst, then be surprised. That's my motto. Ah, es ist kein schlechtes Motto. So, da sind sehr viele. Defeat Johann and his gang of exiles. Outlaw spotted. Wir natürlich gucken, dass wir hier vielleicht eine Position einnehmen, wo wir so ein bisschen. Hey, hi. Don't think they're gonna invite us in for coffee. Mal ganz kurz aufpassen, dass wir so ein bisschen Sicherheit haben. Hey, hi. Nacht. Da unten wird auf uns geschossen. Nice.
Gute Nacht. So, ich glaube, wir haben damit Johann auch schon besiegt. Angeblich sind welche auf unserer Ebene hier irgendwo. Unter uns. Nice, ich liebe die Kombo. Okay, ich bin mal so frei. Alle hab. Da oben sind irgendwo noch zwei weitere. Ha? Oh, du bist auch schon hier. Hi. Hast dich vermutlich an uns rangekettet und ich hab's nicht mal mitbekommen. Hast du überhaupt getroffen? Alright, let's find Remy. Das sah nicht so aus, als hätte das. Where are you? Ah, bestimmt innen drin, wie zu erwarten. Aber es klang so, als wäre sie eher da an dem Bereich oben drüber. Ding dong. Oh boy. Oh boy, was haben wir denn hier? Oh boy. Hier hat aber jemand seinen Spaß gehabt. Are you all right? They were going to eat me. I know. They brought a group of us here from the slums, said we'd be safe. I'm the only one left. You survived. That's what matters. I'm not even supposed to be out here. I paid my protection fee. I know. The outcast who wrongly kicked you out of Kadara Port. He sent me. Are they going to let me back in? At the very least. Grayson, I found Remy. We need a pickup. Thank God. I'll send a shuttle right away. Thank you so much. Thank you. Yikes. Das ist nicht mal wirklich unangenehm. Oh boy. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich hab auch keine Snacks, die wir mitnehmen dürfen. Okay. Ich meine, immerhin konnten wir einer Person helfen. Etwas, denke ich jetzt mal. Okay, wir haben hier ein Quest. Denke ich. War das nicht so? Ich dachte, wir hätten hier gleich ein Quest. Ach so, vielleicht ist das, was ich da beim letzten Mal gesehen habe, einfach nur die Hervorhebung, dass man hier hoch und runter fahren kann. Ich denke trotzdem, dass wir uns hierhin teleportieren. Dann kommen wir nämlich hier leichter zu den Sachen. Looking for signs of Cat und Kadara. Ja, das wird eine wichtige Herausforderung sein. Nope, come on. Come on. Yes. Okay. Fahrzeug ist auch wieder hier. Dankeschön. Das macht's zu einem gewissen Grad angenehm. Exiles could have rolled up and died, but look at what they've built. Even out here. Ich meine, hier haben wir dann doch nochmal was. Hallo. Ding dong day. Sanaris. Taking in the view? It's spectacular. These sulfur pools are dumping grounds for bodies. People hide all sorts of evidence out here. And Kadara just keeps getting worse. My name's Sanaris. One day there'll be a reckoning for all these murders. I'm trying to collect the evidence and account for the victims. That's just bleeding heart crusader crap. I'd rather collect whatever's on the bodies and make some cash. This is Drexel, a leech. I'd prefer to shoot him, but that would kind of go against the whole grain of my work. These cesspools are scattered everywhere. If you find any bodies in your travels, let me know. Future justice will thank you. Or let me know, and I'll thank you right now. Scan 5 bodies. Das da hinten sieht noch was aus. Ist das? Kannst einfach mal da kurz hingehen. Wir wollen nur aus der Entfernung mal wissen, ob das irgendwas ist. Ich glaube, da sollte man nicht reinmarschieren, hieß es, ne? Okay. Lass uns mal das nicht machen. Ich weiß, ich könnte vermutlich mit dem Sprung das so schaffen. Aber wenn das Spiel das so nicht gedacht hat, will ich jetzt mal auch ganz kurz so nicht machen. Aber wir halten die Augen einfach nebenbei offen, würde ich sagen. Besonderweise. Er sagt zwar hier, dass hier was in der Nähe sei. Interessanter ist eher, dass hier jetzt das trotzdem schon am Aufpoppen ist. Das ist einfach nur so ein allgemeines, hier könnte was sein. Oh, der hat hier gleich mehrere von denen. Okay. Dann machen wir das mal ganz kurz, wenn wir ja eh schon hier sind.
Starten wir mal ganz kurz erstmal mit dem. Achso, also es ist irgendwo grob hier, hieß es. Sid gets me so frustrated. I try to be firm. She pushes back. I lay down the law. She pushes some more. See, that's your problem. Kids need boundaries, sure, but they also want to know you're not the enemy. Our dad would not have agreed with you. Your dad sounds like a piece of work. Special ops, right? Yeah, something like that. He never went into details. Disappeared. Yeah. I know the type. Ja, wichtig ist, man darf hier nicht aussteigen. This body was dumped here, as Sonaris claimed. I have recorded the location and relevant DNA information for any future investigation. Wie auch immer das möglich ist, wenn das Zeug da angeblich so bösartig sein soll. Okay, aber das Angenehme ist, wenn man hier wirklich scannt, man kann das halbwegs einfach sehen. Auch nur halbwegs. Meine große Frage ist halt nun mal, ob, und das gehe ich mal von aus, dass das ein bisschen der Witz sein, dass wir da irgendwann der Blödmann sein werden, der dann da halt da irgendwie reinspringen muss und dann irgendwelche Jumping Puzzles hat. Natürlich, lass uns mal hier rüber gehen. Und das hier drüben versuchen. Denn hier ist ja in Ordnung. Wir sparen zum Endeffekt nur so ein kleines bisschen Zeit. So, kann ich das irgendwie scannen? Jupp. Na gut. Ah, oh, oh, oh. Okay, don't touch that. Okay, ich gehe davon aus, dass man das hier irgendwie so halbwegs hinkriegen würde normalerweise. Da ist es. Another murder victim. I have locked the relevant information. Possibly murdered. Okay, jetzt gehen wir hier komplett wieder raus. Wir haben ein bisschen Schaden sogar tatsächlich genommen in den zwei Sekündchen, die wir da drin waren. Also, so ist nicht. Der Planet ist nicht ungefährlich, aber trotzdem. Wir wissen auf jeden Fall halt, in die Richtung da hinten sollte noch einer sein. Den Rest gucken wir dann, wenn wir hier weiterfahren. Damn, that sky is something else. Sure. Interessant, dass der Sound leiser wird. Das ist wirklich damit zusammen, weil wir hier den Monitor jetzt offen haben. Hi! Sup, little guy? Bye, little guy. Oh, hat sogar überlebt. Speed, Bob. Gesundheit? Ah ja, no materials detected, ja klar. Hier, hier? Okay, eher so zur linken Seite hier irgendwo. Ah. Okay, wo zum Kuckuck? Okay, ich höre das Biepen da hinten irgendwo. Another murder victim. I have locked the relevant information. Dankeschön. Cool. Auf kann man landen. So, die letzten beiden scheinen so ein bisschen weiter weg zu sein. Also, ups. Ich kann mir das mit irgendwelchen anderen Sachen dann schon wieder. You know what surprises me? How not angry I am. Sometimes it feels like I should be angrier. How would that help? Anger only gets you so far before you buck up and fix what needs fixing. That's you. That's why you got off the Nexus. It's harder to fix something you can't change. Das sieht denn relativ lustig aus. Okay, jetzt öffnen wir das Feuer. Nice work. So, High Ground, High Ground, High Ground. Yep, looks like outlaws. So, da war irgendwo einer. Goodbye. Schön runterge... What the hell? Nope. Partner. Kein Partner. Oh, kein Fallschaden? Das wäre natürlich super lustig gewesen.
That's it. Habe ich irgendwie mitgespielt? Ich dachte, da waren hier so 5-6 Gegner und gefühlt haben die das mehr oder weniger alleine gemacht. Ich meine, ich sag dazu nicht nein, aber überraschend. So, hier war irgendwas? Bist du irgendwas? Ein Crawler. Aber hier war irgendwas zum Ehen. So, war hier oben irgendwie nochmal einer? Oder sind die alle hier runtergeplumpst? Immerhin ist ein Container hier. Da ist nochmal was. Ja, ansonsten ist das hier ein einfacher Außenposten. Alles klar. So, lassen wir nochmal ganz kurz im Detail gucken. Okay, wir müssen einiges noch an Distanz zurücklegen. Reduce the Cat Transponder from the Badlands. Das ist eine Sache, die wichtig für uns ist. Und die liegt auch direkt jetzt hier als nächstes auf dem Weg. Zumindest wenn man so halbwegs dem Weg trauen darf. Wir haben ja noch nicht alles im Blick. Ja, tatsächlich. Wenn man das Ding hier aktiv hat. You're picking an old scar there, Ventra. Rather not pry it open. How would you look at that? Must be how they power Kadara Port. War das jetzt eine Sache, die in die andere geführt hat, oder war das eine Aussage? Was? Ich dachte, ich hätte gerade einen Frosch gehört. Okay, lass uns hier schnell zurückfahren. Um zu gucken, was da oben ist, weil da ist auch nochmal ein Quest. Mehrere sogar. Hallo. Upsala. An dem ersten vorbei. Assholes took everything but the rotor hub. Trouble with scavengers? Always. Who are you? A pathfinder with the initiative. A pathfinder? On Kadara? Holy shit. You said you had a scavenger problem? Right, yeah. Bastards come at night, pick the turbines clean of parts. Expensive and annoying. Sloan doesn't provide security? Too busy with the collective. I'm not asking for guards, I just want our parts back. Any idea where I could find these scavengers? I've started putting trackers on the more valuable parts. Yard drive, generator, they've all been taken to the same nav point. I'll check it out. If the parasites put up a fight, don't feel bad about offing them. Okay, gestohlene Sachen finden. Und das andere Quest ist da drüben drin. Ich lasse mal ganz kurz aber das mit dem Scanning hier aktiv. Wenn wir schon halb damit fertig sind. So, hi. Well, well. You're not like the other scrubs around here. What makes you say that? Your gear. It's high quality, like the rest of you. What can I say? I like the best. Then you're just the woman I need. When the exiles came to Kadara, they hid caches of Nexus supplies all over the Badlands. Junk, mostly. Stale protein bars and rations. But among the shit are some serious weapons lifted straight from the armory. And you know this how? I help steal them. Problem is, those weapons are too good for the scum down here. And I can't sell weapons in Kadara Port without Sloan taking a cut. The cash nav point, though? You interested? It's yours for a fair price. You've got a deal. Lovely. Here's the nav point. In the meantime, feel free to take a look at what I've already got in stock. Eigentlich ist mir das vollkommen Wurst. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Advanced Detection Systems. Improved Shield Regeneration. Ja, das klingt besser, obwohl wir in den meisten Fällen einfach sofort aus unserem Schifflein rausspringen. Allerhand Zeug. Na, dafür bin ich ein bisschen zu faul, mich hier ernsthaft durchzuprügeln. Gerade vor allem, wenn wir andere Sachen hier machen können. So, aus dem Mülleimer haben wir so ein paar Sachen ziehen dürfen. Alrighty. So, und das scheint es dann auch hier erstmal wieder gewesen zu sein. Also weiter geht's. Ja. So, Viecher. Kleinzeug, ist mir bewusst.
Was ein Fragezeichen. What do we have here? Look out. Our connections won't do us any favors in a camp like that. Outlaws! Kann sein, dass das Ding, ja, das Ding ist despawned oder zerstört worden, ha. Nice, ist gleich zu Meeren übergesprungen, so wie man es möchte. Haben die Viecher... Die haben Verbesserungen an sich. Achso, vielleicht waren das deren Haustiere, aber es sah so aus, als hätten die auch schon wieder untereinander gekämpft. Hm. Who knows? Okay, lass mal ganz kurz das hier in Anspruch nehmen. Never mind. Das ist keine Healing Station. So, da hinten, da geht einiges ab. Da wird gegen so einen Dicken gekämpft. Hey, hey. Weiß nicht, ob wir da jetzt schon direkt hin irgendwie müssten. Aber vielleicht haben wir da irgendwelche Vorteile draus, da gleich hinzugehen. Sometimes I wonder what Sid and I'd be like if we'd had a better home life. Maybe we wouldn't have grown up to be so difficult. Difficult's good, Vetra. You took what you had and made it yours. That's all any of us can hope for. If only you'd raised us, old man. Haha, you would have turned out so much worse. Maybe a better shot, though. Also ich bleib dabei, das Drag mir sehr, sehr gut gefällt. So, ihr habt da hinten euren Spaß. Fangen wir an, mal hier so nebenbei ein paar Sachen zu looten. Und was wird ja eigentlich gerade noch gekämpft? Da haben wir wirklich nur das größere Vieh. Das? Noch nicht ganz. Gute Nacht. Okay, ist hier irgendwas, was man aktiv machen darf? Hier ist was zum Scannen. Ich hoffe, das war nicht nur das da. Ich sehe keine Konsole, mit der wir interagieren dürfen. Hm. Schade. Okay, dann zurück zu unserem Schiff. Zu unserem Mobilo. Und weiter geht's. Ist hier wirklich weiterhin nichts gewesen, außer irgendwelches Kleinzeug. Da oben ist eine Forward Base, aber wir fahren trotzdem mal hier unten entlang. Warum auch immer du es geschafft hast beim Drehen? In einer Taste. Also ich habe eine Taste gedrückt, um mich zu drehen. Und mitten im Drehen, wie gesagt, ich habe nur die eine Taste gedrückt. Weil man in die andere Richtung sich gedreht hat. Bonk. Das war schön daneben gebonkt. Looks like those exiles stole tech from the port. We should be careful. Oh great. How? Wow. Nice. Oh go, oh, great. Oh great. Warum ist mein... Wow, hi! Great. Ja, das ist relativ lustig. Man kann mit dem Dashing sehr viele Gefahren einfach von sich halten. Gegen wen oder was kämpft ihr da jetzt noch? Ja, ist nicht das Vieh. Das Vieh hat auch keine Modifikationen an sich. Sieht so aus, als würden die da hochballern irgendwo. Ich habe keine Ahnung, was da oben sein soll. Okay, ihr habt schon wieder irgendwen gesehen. Nice. Vollkommen daneben. Ah, danke. Yikes! Das ist natürlich interessant. Er hat den Angriff trotzdem nochmal danach eingesetzt, weil er das falsche Ziel getroffen hat, Fragezeichen. Sah auf jeden Fall ulkig aus.
So, was ist das jetzt hier? Achso, das ist einfach nur das Zeug. Das ist der Gegner, der da oben wartet und nichts tut? Ja. Here they come. Or not! Ich meine, mir ist es Wurst. Ich ziehe einfach weiter. Ich habe keine Vor- oder Nachteile daran, ob ihr da oben seid oder nicht. What? Hier kommen die lustigsten Soundgeräusche. Das ist keine Straße. Wir müssen also schon der Straße folgen. Rückwärts. Ich glaube, es war dann jetzt auch hier lang weiterhin. Hey, Scudder. Get any closer and I'll hit you with a corrosive bomb. Killed two looters today already. You want to test me? Whoa, hey, we're no outlaws. We're friendly. Then come prove it. Slowly. Ich kann gern mit meinem Fahrzeug einfach reinmarschieren. Activating automated forward station deployment. So, hier ist angeblich irgendein Quest, aber auch wieder Gegner. Also ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wer da mit uns gerade ernsthaft geredet hat. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Nope. Ganz kurz so ein bisschen in Sicherheit. Nice. Hätten also überhaupt nichts zu lachen. I guess. Wir haben einen weiteren Außenposten zerlegt. So, was ist hier bitte? Search on Kadara for better crafting. Ach so, mehr Drinkzeug. Okay. Für dieses Sidequest, was irgendwie komplett witzfrei wirkt, ist hier nochmal irgendwas. So, nach was suche ich hier genau? Okay, ich höre jetzt hier das immer lauter hier. Okay, einfach mehr Zeug, unbekanntes Zeug. Sweet. Aber keine Leichen, die wir irgendwie für das andere Quest brauchen können. Ja, da hinten. Forward Station, sehr gut. So, ich muss zugeben, ich versuche mal so ein bisschen auf den... Oh, hier ist sogar tatsächlich was. Um auf diese Monitorsache zu achten. Oh, passiert häufig, dass man dann doch mit anderen Sachen beschäftigt ist. Goes underground. Hopefully there's a way down. We're gonna need a really big drill. Keine Ahnung, was die sich da jetzt genau darauf bezogen haben. So hier. I envy your forehead plates. Da. This area could be viable for an initiative outpost, Pathfinder. However, for any long-term success, you'll need to find a solution to Kadara's water toxicity problems. This is Sloane's territory. Gotta make a deal with her first. What about the Charlatan? The Collective's gaining power. We do not know the Charlatan's identity. Sloane may be our only option. Vidal could offer insight. Da ist bestimmt irgendein Twist dahinter. Entweder ist es die gleiche Person oder unser Contact ist die Person. Irgend sowas. Another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. Das sieht hier ja richtig freaky aus. Da wird sie definitiv nicht reinfallen. Jetzt bin ich wieder so frei. Sparen so ein bisschen Zeit. Dankeschön. Irgendwann machen wir damit auch mal was. Hey, hi. Agnetro. Another murder victim. I have logged the relevant information. Be good as new. Sure. Kann ich den auch gleich scannen? Lustigerweise kann man den nicht auch gleich scannen. Kann auch nicht mit denen interagieren. Also, wir leben einfach mal ganz kurz damit, dass sie den da gleich reinschmeißen. Okay. So, jetzt haben wir da oben Cat Transponder. Oh, hier ist gleich noch einer. Lass mal den dann auch gleich machen. Und wir gehen dann ganz bewusst hin und machen
dann erstmal das Scanning der Bodies zu Ende. Denn da ist ja nur noch einer jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Trigger uns jetzt hier ernsthaft finden. Ich vermute mal, in den älteren Welten haben wir jetzt noch so ein paar, die wir ignoriert haben. Man hätte es speziell ansteuern müssen. Aber auch da versuche ich natürlich dann doch noch irgendwie alle zu bekommen. Sofort zum Kuckuck, willst du mich jetzt eigentlich hinleiten? So ein bisschen merkwürdig zu beobachten. Wir sollen da rüber. What are you? Das da, okay. Wie auch immer du daran erkennst, dass das eine oder das andere ist. Ist noch so ein bisschen weiter. Das ist also nicht da oben ausgedacht, oder? Das ist eigentlich eine gute Frage, weil es ist schon relativ weit oben angesetzt worden. Your kinetic diffuser on the left is gonna fail in a week. Maybe two. You're guessing wrong. I just replaced that. Then you owe your supplier a punch. Had one fail during an airdrop. I know the signs now. Come on, ich bin zu faul, da hochzugehen. Aber hier ist einer. Das war also nicht falsch. We've got targets. No, we don't. Chill. Sam, another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Ich frage mich, ob das eine allgemeine Aussage ist oder ob der immer wieder, hey, du hast eine neue. Also, sagen wir jetzt, drei von denen hätten. Kann ich mir kaum vorstellen. So, Scan Corpses, das wollen wir, wie gesagt, noch schnell machen. Sign of Cat on Kadara. Und dann haben wir die hier. Und das ist die Hauptmission für uns. Und dann haben wir hier Travel to the Nav Point for the Package Deal. Und dann haben wir Krogan. Oh, wir müssten eigentlich fast hier unten uns weiterarbeiten. Einfach um da auch noch diese andere Sache weiter abzuarbeiten. Scan Glyphs. Ah, okay. That's it. That's what. We did jack shit. Not looking good for the Angara. Hello. Are you bad guys? Nope. I appreciate the assistance, but you need to leave. I won't poke anything I'm not supposed to. I promise. Kid knows what she's doing. How is that possible? It'll be easier to show you. Okay, also wir sollen hier rumspielen, haben aber natürlich erstmal Glyphen, die wir schnell sammeln müssen. Eine Glyphe ist irgendwo da hinten. Sehe ich das richtig? Joings, okay, da. I detect no additional glyphs in the area. Nice. Und die Kollegen haben natürlich dazu überhaupt nichts zu sagen. Obwohl wir gerade ganz beeindruckend mit der Sache interagiert haben. Boo. Okay, mal gucken, ob wir hier wieder rauskommen. Ja, okay. So, die sind mir also mal ganz kurz egal. Das hier hinten hingegen scheint unser letztes Ziel zu sein. Mip, mip. Okay, da hinten. Ich glaube, man hätte es von hier scannen können. Ich bin mal so frei. Komm mal so einen Ticken näher ran. That should do it. We found all we can. Let's get back to Sanaris. I think we're done. Ja, machen wir das irgendwann demnächst, wenn wir dann wieder auf dem Rückweg sind. So. Nav Point mit Package Deal. Mal gucken, wie wir da beschissen werden. Was da? I could get you an upgrade to a bunch of those parts. More shit to get used to, but maybe when there's less stuff on fire.
This technology is not registered to either of Kadara's factions, Pathfinder. Ah, es sind nicht viele Gegner. Nice, sofort draufgegangen. Ich selber muss nur ganz kurz aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Schaden auf einmal nehme. Ah, das war nur einer, schade. Jetzt, wo man so ein bisschen realisiert hat, dass man mehrere davon treffen kann, will man das natürlich jedes Mal irgendwie hinbekommen. Das hätte gern. Irgendwelche Waffen, die mir mittlerweile bewusst sind. Hier oben irgendwas. Interessanterweise auf einmal richtig viele Waffen, die uns hinterhergeworfen werden. Okay, jetzt wäre immer noch clever, die eher zu craften. Aber wow. Okay, hier ist diesmal nichts da oben. Okay. Auch das entfernt. Weiter geht's. Das sind hier schon wieder diese... Waren diese großen Viecher? This is the location from the Slenderman Pathfinder. Approaching that point for the weapons cache, Pathfinder. Hope it's worth the credits. Haben wir da wirklich Credits ausgegeben? The Turian set us up. What a surprise. Right? Nice. Mehrere Leute, die sich so überhaupt nicht dagegen wehren konnten. So, meine lustige Frage ist natürlich trotzdem, warum sollten wir das Zeug zu denen zurückbringen? It's full. After that ambush, I thought the whole thing was a scam. Turian still got explaining to do. Huh. Meine, hier ist Zeug. So ist nicht. Weiß zwar noch nicht, was ich mit der Hälfte davon überhaupt anfange, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte. Da geht ihr aber aus dem Weg. Okay, und die Boxen sind so selber nichts. Okay. So, haben wir das auch abgeschlossen. Habe ich das Zeug gerade... Ja, ich habe das eingesammelt. Dann haben wir noch das hier. Und das scheint eine größere, wichtigere Mission für Drag zu sein. Da hatten wir bisher ja auch noch nicht wirklich viel dieser Art. Da bin ich mal gespannt, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Mit den anderen Charakteren. Sick Jump! What the? Ich wollte schon sagen Sick Jump und dann ist das passiert. So, was ist das hier? Ist das hervorgehoben? Point of Interest. Right? Wenn wir hier eh schon sind. What's so pointy interesting hier? Also Credits. Das hatte ich auch gerade gedacht. I can't see what's so interesting here. Vor allem, ich stehe genau an dem Punkt, wo es sein sollte. Man sieht hier, wie sich das Ganze bewegt. Hm. I don't know. Das hatten wir so häufig irgendwie, dass da irgendwas sein soll und ich sehe hier einfach nichts. Vielleicht ist es da oben drauf irgendwie gedacht gewesen, aber... eh. Anti-vehicular mines ahead. It's best to proceed on foot. It's my ass. Maybe friends of Spender? Oh, this is gonna be fun. Uh-oh. That company! That's not company! That's the Pathfinder! Spender must have blast. Let's get out of here! Quick, get on the shuttle! The shuttle left without them! Hurry up! What the? No, 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 wait! Nice work. Believe us now! The bastard left us! Wait, of course he did! Pulling out the fancy move! Ja, also das war natürlich jetzt hier wieder ganz lustig zu beobachten, wie die Stimmen aus unserem Fahrzeug kamen.
Aber weil das Spiel vermutlich nicht davon ausgegangen ist, dass wir die Aussage von denen ignorieren. Search the hideout for clues. Lustiger war vor allem, dass dadurch, dass wir so schnell hier einfach hingefahren sind, kein Fahrzeug oder kein Transportmittel hier zu sehen war. Ja, wir sind relativ nah an dem, was wir angeblich scannen müssen. Da ist ein Datapad, alles klar. Kann man. Was das denn für eine lustige Rolle? So, William Spender, undisclosed recipient. Received your supplies, but I'm not sure how you expect us to keep pressure on the Krogan. It's half of what you promised. Maybe we can throw rations at them? I'm starting to think trusting you was a bad idea. Have you even used that scramble I gave you? I bet it's just lying around in your quarters or something. I've got a title. That means power. Use it. So Spender's been sneaking goods from the Nexus to these exiles. Why? This Arome seems concerned about something hidden in Spender's apartment on the Nexus. Arome, I've tangled with that crook before. What's he doing with Spender? The datapad mentions a scrambler, which would explain the state of the file in the security archives. I highly recommend finding it. So, find the scrambler, nail Spender. Check. Gehen wir nicht davon aus, dass dieser Raum damit gemeint ist? Sondern eher on the Nexus? Ich meine, wir können ja einfach hier gucken, ob hier noch irgendeine Quest ist. Nope. Hier ist kein Quest mehr. So, dann würde ich sagen, look for Cat. Da werden wir jetzt einfach so weiterfahren, gucken, ob wir das da so erreichen. Haben wir hier eh noch den letzten Monolith, den wir aktivieren müssen. Und nochmal eine Forward Station hier in der Nähe. Das sollte es nochmal ganz angenehm machen. Nochmal so trotzdem so frei. Und werde diese Kiste, die da ist, erstmal ignorieren. Denn selbst wenn diese Kisten da so ein paar bessere Sachen mit drin haben, ich bin aktuell ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Einfach weil ich keine. Okay, whatever. Keine Probleme mit den. Oder sogar sehr bevorziehe, dass wir keine Probleme mit Munition haben. Gerade Mass Effect 3 hat mich da so kirre gemacht, alle 5 Sekunden gefühlt danach immer wieder zu suchen. Remember that last push before the Arcs left? All that activity for a guess about a galaxy. I got hit by a power loader. Driver was on 3 calls about where to store rations. Punched it right in the gyros. Es ist schlimm, dass es mir da so vollkommen wurscht ist, dass hier irgendwie Gegner sitzen könnten. Okay, das könnte sein, dass wir da unten entlang fahren. Okay. Fahren wir da unten lang. Ich meine, für heute ist das jetzt eh vermutlich der Teil, wo wir nur Sidequests machen. Au, au, au. So, nehmen wir auch mal das wieder anmachen. Das ist ein interessantes Design, dass man bei sowas das Ganze dann leiser dreht. Auch das ist wieder ein Point of Interest. Vielleicht wird das irgendwann für eine Quest notwendig sein? Automated protocols activated. Böse? Oh ja, und wie? That construct was reported stolen by both the outcasts and the collective. Hostility likely. Ja, gute Beschreibung. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Liar. Interessanterweise, wir haben den Gegner getroffen und den Gegner vom Gegner und die zweite Person hat nicht darauf reagiert, auf die Shock Attack. Okay, ja. Auch hier gut dabei. So, wir haben jetzt hier scheinbar die. Ah, das Ding sehe ich nicht mal. Das überrascht mich eher. Können die da eigentlich ja hier einen Punkt hinsetzen, ne? Genau. Unter uns angeblich. Oh, wow. Okay. Jetzt angeblich auf unserer Ebene. Oh, es ist da drin. Okay.
Ich meine, der andere war ja auch mehr oder weniger schon hier drin versteckt. Probably try to scavenge whatever they can. Wow, hi. Was soll ich sagen, heil? I don't know. Uh-oh, Achtung. Das Ding will man definitiv nicht abbekommen. Get ready to fight. Who? What? Think that's it. What are you seeing? I don't know. You know what? I don't care. Let's move on. Wenn sie gegen uns tatsächlich kämpfen wollen, dann werden sie es so hier hinfinden. Aber für mich ist es jetzt erstmal hier so eine Sache, mal anfangen hier das Zeug zu suchen. Sind die Dinger werden sogar halbwegs auch so angezeigt. Vier hieß es. Eins, zwei. Ist er da irgendwie weiter draußen? Ah, hier. You should now be able to interface, Pathfinder. Hooray! Gore, we're in. Okay, let's get to the vault and fix Kadara's water. You know what? Warum machen wir das nicht? Das klingt doch eigentlich nach der richtigen nächsten Aufgabe. Das ist irgendwo da oben. Das ist natürlich keine Forward Base. Nehmen wir die hier. Die ist beste. So, wie immer halt, die scheinen da immer wieder zu respawnen. Had to happen. We're done being pushed around. Wasn't us doing the pushing. That was leadership's mistake. And the rest of you pay for it, the way it always goes, kid. Yeah. Whoops! Ah, schade, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht den einen oder anderen beim Runterspringen so bekommen könnte. Sadly, no. Okay, sieht natürlich jetzt so ein bisschen komisch aus, dass das so in den Boden reingeht. Oder durch Wände durch. War aber, glaube ich, auch bisher noch nicht so der Fall. Lustig, weil ich musste wirklich erst die Lucky-Lucky-Taste drücken, damit das Ding rausfährt. Creepy. So, mal gucken, wie viel hier in der Vault auf uns zukommt. Ich will das eigentlich jetzt ganz bewusst machen, weil in den letzten Malen das nicht so viel war. Okay, down we go. Hey, safe conditions. Was auch immer das jetzt genau bedeutet. Denn in der Welt durften wir bisher eigentlich relativ sicher entlang latschen. Ja. Ich sehe jetzt auch nicht, dass wir direkt hier machen müssen. Wir könnten. Well, we turned the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field, Pathfinder. Oh. Several interface connections converge here. I will highlight the ones you need. Moment, wir stehen da drin, um dann Schaden zu nehmen? Ha. Das ist natürlich lustig. Aber es ist nicht so, als würden wir ernsthaft viel Schaden nehmen. Das Schild leidet ein bisschen drunter, ja, aber halt. Okay, we should be able to get to the purification console. Ja, es sah danach aus. Hi, bye. Wow. Das ist mal wieder so einer von denen, die ein bisschen größer ist, scheinbar. Zumindest erstmal von der Größe des Bereiches selber. Ob es halt wirklich länger dauert, ist eine andere Sache.
irgendwas, auf was ich achten müsste? Irgendwas, was ich hier aktivieren sollte? Nope. Wonder what this place has in store. Hey, Disco. Hier haben wir mal was, was wir aktivieren könnten. Pathfinder, this may affect your escape from the purification field. Ja, aber Effekt muss nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Hi! What's up? Don't mind me, hier. Dankeschön. Kann natürlich aber was Negatives bedeuten, so ist nicht. Ich meine, wenn man hier einzeln hin und her hüppelt, dann müsste eigentlich funktionieren. Lass uns mal ganz kurz hier nochmal so ein bisschen gucken. Hier sind nochmal einige unterwegs. Dankeschön. Remnant, we can lay low or take them on. War das jemals eine Option? Hm. Den nicht mehr getroffen. Deswegen, weil in den meisten Fällen war es ja eigentlich immer der Fall, dass diese Viecher mittlerweile so oder so uns angegriffen haben. Dementsprechend nehme ich einfach die XP mit, da ich das auch gefühlt keinen Nachteil mit sich bringt. So, du bist eine Konsole. Kann ich die irgendwie... Oh. So, in dem Grund wurde mir das am Anfang nicht angezeigt. Ich habe es auch nicht wahrgenommen. Au. Whoopsie. Wollte die eigentlich nicht kaputt machen. Das war eigentlich nicht meine Intention. Ups, ups. Hier ist nochmal eine Tür, die man aufmachen kann. Mit mehr Schrott hier drin. Looks like there's a trick to this interface. Let's figure it out. Oh boy. Okay, wir haben jetzt erstes ein A. Dann Strich Strich das da. Dann so eine Art D. Keiner von euch beiden symbolisiert ein D? Achso, hier hinten ist noch ein. Ich dachte, da sind nur zwei. Okay, das ist das D. So, dann haben wir zwei, die so sind. Das hier? Ja. Yep. Dann haben wir das in die andere Richtung schwingend. Das hier. Und zu guter Letzt... Nochmal Smiley Face in die andere Richtung. Nice. What do we get? Jack shit. Yes. This contains valuable data, Pathfinder. You may want to scan it. PB will be glad to know you have found another of these devices. Ich wusste nicht mal, dass wir die suchen. 2 von 9. Okay, cool. Let's go. Und es scheint hier nicht weiter viel zu sein. Oder ist da hinten noch irgendwas? Weil das sieht ja so danach aus, als sollte man den Weg hier so nehmen. Es ist ein Weg in der Theorie, aber nicht einer, der uns gegeben wird. Merkwürdig. Vielleicht müssen wir den in Wirklichkeit dann nehmen, anstatt den wir kannten. Jetzt du reagierst super aggressiv auf die, also... Ha, da wurde definitiv irgendwo am Arsch der Welt noch einer von denen getroffen.
Whoopsie-do. Achtung. Das war dir nicht so der Fall. Am I missing something? Wall. Steht da was dabei? Moment. So. In the right circumstance. Can act as a door. Die Dinger haben selbst vermutlich so nichts zu sagen. So, das Ding ist aber nur mit da hinten verbunden. Wohingegen das... Oh. Aus irgendeinem Grund über sich die Konsolen immer, obwohl sie alle gleich aussehen. Ich weiß nicht wieso. Das Ding auch ganz einfach aufmacht. Also da war auch nicht mehr dahinter. So, let's go. Highlighting interface connections, Pathfinder. Das ist lustig, dass es andersrum ist. Ja, ja, lass ihn bekommen. Das ist mir groß. Genau deswegen hat man diese Turrets hier. Und Begleiter, dass sie sich genau um solche Sachen kümmern. Don't. Jetzt muss ich trotzdem so ein bisschen aufpassen. Hooray! This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Before this place tries to kill us, you mean? Der Dialog kommt mir bekannt vor. Let's run! Here it comes! Go, go! Okay, das Spiel ist zum Glück relativ nett und sagt einem genau, wo man hinlatschen muss. Also nicht wirklich viel. Unklarheiten. So! That console will activate the Vault Pathfinder. You first need to stop the reactor and initiate the purification field. Man, never gets less terrifying. Let's get out of here. Done. Work with Reyes, help Dr. Narco retrieve the formula. Help us. Achso, das sind all die Sachen, die wir noch aktiv machen müssen, bevor wir hier unsere Basis bauen können. Dr. Nakamoto, haben wir das nicht abgeschlossen gehabt? Ne, da war ja das Problem, dass ich ja eh nicht wusste, wer von den beiden im Endeffekt lügt. Hm, who knows. So, für jetzt gehen wir ganz schnell hin. Und zwar hier nach oben wieder. Da oben ist einfach nur ein Vieh, oder? Ja, dann würde ich wirklich sagen, machen wir hier einfach Schluss für heute. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Ich denke, wir machen das sogar über die Karte. Genau, wir haben nämlich jetzt hier dann nochmal so einige extra Sachen. Genau, wir haben die Sache. Feinstone Wind Turbine Sachen. Keine Ahnung, wie man da hinkommen möchte. Weil wir hier sehr doch so gefühlt in einem Tal sind. Und das scheint hier irgendwo oben am Arsch der Welt zu sein. Also das werden wir noch abschließen dürfen. Das sind zwei Sachen, genau. Das ist das. Dann haben wir Look for Sign von Cat. Und dann hier die nächste größere Mission. Oh, da oben ist noch was. Ein weiterer Memory Trigger am Arsch der Welt. Da müsste man hier vermutlich weiterfahren. Okay. Ich denke, wir werden gucken,
die beiden Sachen abgeben, hier nochmal dran vorbeizufahren und dann kümmern wir uns um die eigentliche Hauptaufgabe, warum wir hier sind. Aber für heute kommen wir jetzt erstmal zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.